بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind heute in dem Kapitel Al-Ujb. Das ist das vorletzte Kapitel in diesem Drittel des Buches. Ich erinnere euch nochmal an den Aufbau dieses Buches. Es besteht aus vier Teilen. Der erste Teil handelt um die Al-Ibadat, um die Anbetungen, die gottesdienstlichen Handlungen. Da redet er nicht über die Rechtslehre, er redet über Spirituelles dort, also über einen anderen Aspekt der Ibadat, was sie eigentlich verwirklichen sollen, wozu sie dienen. Auf dieser Ebene spricht er. Dann spricht er im zweiten Kapitel über die Al-Adab, das heißt, das ist sozusagen das Benehmen, das islamische Benehmen. Dann das dritte Kapitel, das was wir hier haben, Al-Muhlikat, die zerstörerischen Angelegenheiten oder destruktiven Eigenschaften des Menschen. Und dann im letzten Teil, Al-Munjiat, dort spricht er über die produktiven Eigenschaften oder die vorteilhaften Eigenschaften des Menschen. Wir sind jetzt im letzten Teil des dritten Kapitels. Vorletzte Teil, hier spricht er über den Al-Ujb. Al-Ujb habe ich euch schon im letzten Dars erklärt gehabt. Al-Ujb, das ist das sich selbst toll finden, wenn man das so ausdrücken mag. Sich selbst toll finden, eingebildet sein und Eitelkeit. Das nennt man Al-Ujbu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach über diese Eigenschaft in einigen Texten der Sunna. Unter anderem in dem Hadith, den wir schon ein paar Mal zitiert haben, da sagte er, Thalathun Muhlikat, drei Dinge bringen den Menschen zum Grunde. Nummer eins, das Befolgen der Gelüste, Befolgen eigener niederer Gelüste. Zweitens, das Eitelsein, beziehungsweise das sich selbst gefallen. Und Al-Shuhu, das ist Geiz. Shuhun Muta', Geiz, dem man gehorcht. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte, Al-Halaku fi Shay'ain. Der Niedergang des Menschen oder der Untergang des Menschen liegt in zwei Dingen. I'jabul Mar'i bi Nafsi, dass der Mensch eitel ist oder selbstgefallen hat, sich selbst toll findet. Und das zweite, Al-Qunut. Al-Qunut bedeutet verzweifelt sein. Verzweifelt sein, Hoffnungslosigkeit. Diese zwei Dinge bringen den Menschen zugrunde. Warum hat Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu diese beiden Dinge zusammen erwähnt? Das ist ganz einfach. Der Mensch, der Erfolg des Menschen bzw. seine Glückseligkeit liegt ja darin, sich anzustrengen, Dinge, Taten zu bewerkstelligen, die ihn zum Erfolg führen. Das heißt, es müssen Taten her. Er muss sich bewegen, er muss ständig in Bewegung sein, tatkräftig sein, nicht tatenlos rumsitzen. Aber diese beiden Eigenschaften, die er hier genannt hat, Zweifel bzw. verzweifelt sein und Selbstgefälligkeit, verhindern die Taten. Wer nämlich selbstgefällig ist, wer mit sich selbst zufrieden ist, komplett einverstanden ist, an sich selbst keine Makel sieht, die er irgendwo verbessern muss oder dass er sich irgendwie weiterbringen muss in seinen Angelegenheiten der Religion, dass er ein bisschen mehr schuften muss, an sich mehr arbeiten muss. Wer in sich keinen Makel sieht, der wird auch nichts tun. Denn was, wenn du die 100% erreicht hast, da gibt es kein Weiter mehr, da musst du nichts mehr dran ändern. Und wer verzweifelt ist, der wird wegen seiner Verzweiflung auch nichts mehr tun. Daher sind diese zwei Dinge äußerst nachteilig für den Menschen. Deswegen sagte auch Mutarrif ibn Abdullah, er sagte, لَأَنْ أَبِيتَ نَائِمًا وَأُصْبِحَ نَادِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيتَ قَائِمًا وَأُصْبِحَ مُعْجَبًا. Dass ich nachts schlafen gehe, es geht hier um den Ujb, Selbstgefälligkeit, Eitelkeit, eingebildet sein. Er sagte, dass ich nachts
Und wir reden hier über die religiöse, über den religiösen Aspekt der Einbildung. Wir reden hier nicht unbedingt über Einbildung in Bezug auf Aussehen, in Bezug auf Reichtum, in Bezug auf die Familie oder derartiges. Auch wenn das negative Eigenschaften sind, die der Bescheidenheit eines Muslims widersprechen. Aber hauptsächlich reden wir über Eitelkeit, Einbildung in religiösen Bereichen. Wir kommen aber noch zu Details dazu. Er sagt hier, Mutarrif, dass ich schlafen gehe, dass ich mich nachts zum Schlafen lege, also ohne irgendwas zu tun. Und dann morgens im Bedauern aufwache. Also er bedauert seine Taten, bedauert seine Nachlässigkeit, er bedauert sein Fehlgehen. Er sagt, dass ich so aufstehe, ist mir lieber, als dass ich nachts bete und am Morgen selbstgefällig aufwache. Das ist ihm lieber. Etwas Nachlässigkeit mit Bedauern ist ihm lieber, als dass er ein paar Taten bewerkstelligt, durch die er vielleicht einige andere seiner Mitmenschen überwiegt, aber dass er dann am Morgen selbstgefällig aufwacht. Die Selbstgefälligkeit der Al-Ujb leitet auch zum Al-Kibr, zur Hochmut. Den Kibr haben wir detailliert behandelt, wenn ihr euch erinnert, in vorherigen Unterrichten, was der Kibr bedeutet, was den Kibr auslöst und wo die Hochmut eigentlich stattfinden kann oder in welchen Bereichen. Das haben wir alles bereits besprochen. Der Ujb, Selbstgefälligkeit, sich selbst toll finden, führt ebenfalls zu Hochmut. Oder man kann sogar sagen, sie ist ein Teil der Hochmut, ein Bereich der Hochmut. Die Selbstgefälligkeit hat Auswirkungen, also sie äußert sich im Umgang mit dem Menschen, äußert sich auch im Umgang mit Allah Ta'ala. Was den Umgang mit den Menschen angeht, oder fangen wir an mit dem Khaliq, mit Allah Ta'ala, Selbstgefälligkeit oder Selbstgefallen, der durch deine Taten ausgelöst wird, Taten, die du praktiziert hast, das bedeutet ja im Grunde genommen, dass du diese Taten, die du bewerkstelligt hast, als etwas Großartiges und Schwerwiegendes siehst. Also ist etwas, was man achten muss. Und das bedeutet, die Schlussfolgerung ist eigentlich, also dieses Verhaltens, das bedeutet, dass der Mensch gegen Allah Ta'ala anmaßt, oder wie soll ich das ausdrücken, er verhält sich so, als hätte er etwas zu beweisen bei Allah Ta'ala und maßt sich dann an, irgendwelche Rechte bei ihm zu haben. Wie behandelt man den Al-Ujb? Wie wird Eitelkeit, Selbstgefälligkeit behandelt? Er sagt hier, auch das hat wieder eine praktische Perspektive, eine theoretische Perspektive. Wie bei allen Dingen, die wir bis jetzt genannt haben. Zu der praktischen oder theoretischen Perspektive sagt er, dass du erstmal darüber Bescheid wissen solltest oder dass du dir vor Augen führen solltest und dir das ständig vor Augen halten solltest, dass Allah Ta'ala derjenige ist, der deine Existenz hervorgerufen hat, deine Existenz und ebenfalls deine Taten, mit denen du prahlst, oder die Auslöser für deine Selbstgefälligkeit sind. Deswegen sagt Allah Ta'ala, er ist es, der euch geschaffen hat und das, was ihr tut. Er ist es, der euch geschaffen hat und das, was ihr tut. Auch deine Taten sind von Allah Ta'ala gezeugt und geschaffen. Und daher gibt es keinen Grund und Anlass dafür, eitel zu sein wegen seiner Taten. Und auch keinen Grund und Anlass dafür, dass man wegen seines Wissens oder Überlegenheit in seinen Erkenntnissen eitel ist gegenüber den anderen. Denn das Wissen, das du besitzt, deine Taten, die du praktizierst, sie sind alle, haben alle ihren Ursprung bei Allah Ta'ala. Oder auch die Schönheit, wenn jemand wegen seiner Schönheit, wegen seinem Aussehen eitel ist oder wegen seinem Vermögen oder wegen seiner körperlichen Stärke, all diese Dinge sind nicht von dir selbst. Sie sind nicht von dir selbst. Vielleicht sagt man,
ich bin zwar ein Geschöpf Allah Ta'alas, aber all diese Dinge habe ich ja durch mein eigenes Wirken erreicht. Durch mein eigenes Wirken. Also gibt es einen Grund oder ein bisschen, auf eine Art und Weise ist meine Eitelkeit, mein Selbstgefallen ja dadurch berechtigt. Kann man das sagen? Der Mensch ist doch mit seinen Eigenschaften ein Geschöpf Allah Ta'alas, oder nicht? Du als lebendes Wesen bist ein Geschöpf, ebenso auch deine Eigenschaften und deine Fähigkeiten. Deine Fähigkeit, die Al-Qudra, mit der du die Taten bewerkstelligst, sind sie nicht auch ein Geschöpf? Alles, was sich in einem Geschöpf befindet, hat die Eigenschaft der Schöpfung. Alles, was sich in dir befindet, deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, sind ebenfalls ein Teil der Schöpfung. Daher gibt es nichts, das Anlass wäre für Eitelkeit. Das ist wie jemand, der vor einer Truhe steht, die verschlossen ist. Einer verschlossenen Truhe. Diese Truhe kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Und genauso die Taten, die du bewerkstelligst, sie benötigen, jede Tat, jede Handlung, die du praktizierst, benötigt Willen, benötigt eine gewisse Form der Macht, Ausübungskraft, Bewegung. Und all diese Dinge sind ebenfalls Geschöpfe. Sie sind wie der Schlüssel für diese Truhe. Und daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith, der in den Sahihain überliefert wird, bei Bukhari und Muslim, er sagte, لَنْ يُدْخِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ. Keinen von euch wird seine Tat in das Paradies einlassen. Also die Taten alleine, die Taten, ausschließlich die Taten alleine, sind kein Grund dafür, in das Paradies eingelassen zu werden. Er sagte, und auch du, sie sagten, die Anwesenden, auch du nicht, er sagte, auch ich nicht, إِلَّا أَنْ يَتَرَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ. Außer dass mich Allah Ta'ala mit seiner Barmherzigkeit ummantelt, umgibt. Die Ursachen des Al-Ujb, der Eitelkeit, sind dieselben wie die Ursachen des Al-Kibr, die wir bereits genannt haben. Dann erwähnt er hier einige dieser Ursachen nochmal zur Erinnerung. Eine der Ursachen des Ujb ist, also Eitelkeit und Selbstgefallen, ist, dass man an sich selbst gefallen findet aufgrund seiner Ahnenreihe. Aufgrund seiner Ahnenreihe, wenn man beispielsweise aus einer edlen Familie kommt, aus einem edlen Haus oder derartiges. Oder aufgrund des Wissens oder der gewissen Handlungen, die man praktiziert, seinen Ibadat, die man praktiziert. All dies sind Ursachen, oder können Ursachen für den Al-Ujb sein. Hier erwähnt er einen wichtigen Punkt. Er sagt, er spricht hier über das Wissen. Und Selbstgefallen in Bezug auf gewisse Meinungen, die man trägt. Meinungen in Bezug auf die Religion. Er sagt, das zu behandeln ist äußerst schwer. Also wenn Menschen gewisse Weltvorstellungen haben, Weltanschauungen haben oder Anschauungen in Bezug auf die Religion, die nicht unbedingt korrekt sind nach dem Maßstab der Religion, dies zu behandeln ist äußerst schwer. Allah Ta'ala sagt, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Was ist denn mit dem seine schlechten Taten beschönigt wurden. Also er sieht sie, er praktiziert schlechte Dinge, aber er rechtfertigt sie durch gewisse Auffassungen, durch gewisse Belege und Scheinbeweise und derartiges. Sowas zu behandeln, also die Meinungen eines Menschen zu ändern, ist äußerst schwer. Hier ist aber ein Hinweis, ein Ratschlag von ihm an Leute, die es sich nicht zum Ziel gemacht haben, ihr Leben für das Aufsammeln oder Erlernen dieser Religion zu opfern.
Wenn du nicht bereit bist, dein Leben zu opfern, um diese Religion zu erlernen, sie zu studieren, was solltest du als ein einfacher Mann tun? Er sagt, es ist besser für den, der sein Leben nicht frei machen will für das Studium dieser Religion, dass er sich nicht mit den verschiedenen Madahib, mit dem Madahib beschäftigt. Mit dem Madahib meint er hier nicht die Rechtsschulen, er meint hier mit den Madahib die verschiedenen Richtungen in Bezug auf die Theologie, die verschiedenen theologischen Auffassungen innerhalb der islamischen Gemeinschaft. Es ist besser für ihn, sich nicht damit zu beschäftigen und sich mit dem allgemeinen Glauben zu begnügen. Wisst ihr, was allgemeine Glaube heißt? Also nicht in Details einzugehen. Wenn du keine Ahnung hast, dann halt dich von den Detailfragen raus. Es reicht dem einfachen Mann, beispielsweise, dass Allah, zu glauben, dass Allah Ta'ala einer ist, in seinem Wesen, in seinen Eigenschaften, einzigartig ist, dass er alleine der Anbetung würdig ist, ja. Und dass er glaubt, beispielsweise, dass es nichts gibt, das ihm gleich ist, dass er hörend, sehend ist, und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder die Aussagen und Mitteilungen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam vermittelt hat, dass sie der Wahrheit entsprechen und dass er allgemein an die Gültigkeit und Richtigkeit des Korans glaubt und sich abseits von dem mit den gottesdienstlichen Handlungen beschäftigt, das offensichtliche Halal begeht, das offensichtliche Haram meidet, das reicht ihm aus. Sich auf Details zu fahren oder nach Details zu stöbern, ohne ein gewisses Studium dieser Religion hinter sich zu haben, ohne die Werkzeuge zu besitzen, ohne das Grundwissen zu haben, mit dem man an diese Sachen rangehen kann, das ist fatal und gefährlich für den Menschen. Deswegen sagt er, sollte der Mensch stets seine Auffassungen, Meinungen, also er sollte skeptisch sein. Immer skeptisch sein mit deinen Auffassungen, Meinungen, außer es gibt definitive und explizite Texte aus dem Koran oder der Sunna oder dem Konsens der Gelehrten. Wenn etwas definitiv und explizit ist, also definitiv heißt, es ist 100% in den überlieferten Texten genannt. Und explizit, das heißt, es kann nichts anderes als das bedeuten. Oder es gibt einen Konsens, hier musst du natürlich nicht skeptisch sein. Aber alles andere, was darüber hinausgeht, darin kannst du skeptisch sein. Und wisst ihr, das ist eine sehr interessante Sache. Wir reden hier natürlich nur über den legitimen Khilaf, über legitime Meinungsunterschiede. Denn nicht jede Meinungsverschiedenheit ist legitim. Nicht jede Meinungsverschiedenheit ist legitim, oder? Es gibt Bereiche, es gibt einen Rahmen, da können wir uns drüber streiten. Der ist sehr groß, muss man auch sagen. Ibn al-Munzir hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Al-Ijma'. Al-Ijma', der Konsens. Darin hat er Auffassungen aufgezählt in jedem Kapitel der islamischen Rechtslehre. Hat er die Kapitel aufgezählt mit den Sachverhalten, in denen es Konsens der muslimischen Gelehrtenschaft gibt. Also wo es keine zwei Auffassungen gibt. Das waren vielleicht so 700 Sachverhalte. 700 bis 800, ja. Und in diesem Dreh. Dann gibt es aber zigtausende Detailfragen, selbst innerhalb dieser Sachverhalte, der bezüglich sie sich einig sind. Detailfragen, wo sie sich nicht mehr einig sind. Also es gibt mindestens 60.000 bis 70.000 Sachverhalte in der islamischen Rechtslehre, ja, also Detailfragen, wo es Meinungsunterschiede gibt und die sind legitim. Solange man in diesem Rahmen ist, ist man auf der sicheren Seite. Sobald man sich aber hier raus begibt, begibt man sich in Gefahr. Aber auch in den Thematiken, die die Aqida betreffen, ein einfacher Mann, der keine Ahnung hat, sollte sich einfach mit den Allgemeinheiten begnügen
Details sollte er, soweit es geht, meiden. Wir leben nämlich heute, besonders hier in Deutschland, in einer Zeit, die nennt sich Einbuchkultur. Einbuchkultur. Wisst ihr, was das heißt? Einbuchkultur, da liest jemand ein Buch zu einem Thema, einem Themenbereich, egal was er sein mag, sei es jetzt in der Theologie, der Aqida oder sonst was, und baut sein ganzes religiöses Konzept, seine Weltanschauung auf dieses Buch. Das ist natürlich nicht ausreichend. Mit einem Buch kannst du das nicht machen. Nummer eins, der Autor, der das geschrieben hat, muss nicht unfehlbar sein. Kann sein, er hat sich irgendwo geirrt. Irgendwo. Oder das, was er genannt hat, ist eine umstrittene Sache. Ja? Da reicht es nicht, ein Buch zu lesen und dein ganzes religiöses Konzept darauf zu bauen und jeden, der irgendwie darin widerspricht, zu verurteilen und zu verdonnern. Da musst du schon ein bisschen mehr machen. Deswegen diese Einbuchkultur, ich nenne das so, Einbuchkultur hat viel Schaden hier, auch hier in Deutschland angerichtet. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Es gibt eine unangefochtene Regel bei den Gelehrten der Scharia, die sagt, Ar-Ridha bil-Kufri Kufr oder Ar-Radi bil-Kufri Kafir. Akzeptanz des Unglaubens ist Unglaube. Hier muss man auch sagen, Akzeptanz ist was anderes als Toleranz. Oder? Akzeptieren ist nicht gleich tolerieren. Wir reden hier also von Akzeptieren. Akzeptanz des Unglaubens, also Zufriedenheit und Gefallen daran zu finden, an den Unglauben, ist Unglaube. Aber das in der Praxis jetzt zu entscheiden, was dazu gehört und nicht dazu gehört, das ist nicht die Aufgabe eines Laien. Das ist nicht die Aufgabe eines Laien. Ich stelle euch ein paar Fragen, um zu sehen, ob ich in meiner Behauptung richtig liege. Ein Kreuz zu tragen, ist ja, das Kreuz ist ja das Symbol des Christentums und des christlichen Glaubens. Richtig? Ein Kreuz mit sich rumzutragen, darüber reden wir nicht. Ich erwähne diese Beispiele, weil es wirklich Leute gibt auf dem Feld, die derartiges über derartige Thematiken sprechen. Du hast eine christliche Frau. Eine christliche Frau zu heiraten ist legitim, oder nicht? Eine christliche und jüdische Frau zu heiraten ist legitim. Allah Ta'ala sagt, وَالْمُحْصَنَاتْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Und die keuschen Frauen unter denen, denen das Buch gegeben wurde, sind für euch erlaubt. Also ihr dürft sie heiraten. Aber die Ahl-Ilm erwähnen, nur mal nebenbei, dass das nicht im Darul Harb legitim ist. Das heißt, in einem nicht-islamischen Staat ist das nicht legitim, aus folgendem Grund, weil der Mann keine Kontrolle, keine Verfügnis über seine Kinder hat. Das ist auch hier in Deutschland so. Bei einem Streitfall sind deine Kinder ruckzuck weg. Dann hast du sie nicht mehr. Kann sein, du darfst, also du wirst total eingeschränkt. Aber nehmen wir an, du hast jetzt eine christliche Frau und du bist ja der, sozusagen der Hüter des Hauses, der Hausherr, und sie möchte ein Kreuz nach Hause bringen, in dein Haus. Möchte sie ein großes Kreuz an die Wand hängen. In ihrem Bereich. Wenn du das zulässt, du lässt das zu, ist das eine Form der Akzeptanz des Unglaubens? Was sagt ihr? Akzeptanz oder nicht? Das ist keine Form der Akzeptanz des Unglaubens. Imam Ahmed wurde sogar darüber gefragt, explizit über diese Thematik. Ahmed wurde gefragt, da kam jemand zu ihm und sagte, stellte ihm diese Frage, er sagte, La yanhaha, er darf ihr das nicht verbieten. Verbietet ihr das nicht. Das ist also keine Form der Akzeptanz. Das heißt, in der Praxis ist es nicht unbedingt deine Sache zu entscheiden, ob das jetzt nur eine Form der Akzeptanz ist oder nicht. Die Malikiya, im Madhab der Malikiya, der malikitischen Rechtsschule, erwähnen sie auch eine ähnliche Thematik.
Ihr wisst, dass viel Götterei im Islam, also nach der islamischen Theologie, mehrere Formen annimmt. Unter anderem zu glauben, dass das Wesen Allah Ta'alas nicht ein einziges ist, sondern aus mehreren besteht. Oder eine Form der Vielgötterei im Islam ist es, die gottesdienstlichen Handlungen, die Ibadat, an andere als Allah Ta'ala zu richten, wie zum Beispiel die Bittgebete, ja, oder die Hilferufe in Bezug auf Dinge, die nicht im Bereich von Ursache und Wirkung liegen. Wie zum Beispiel, dass man irgendwelche Verstorbenen oder Heiligen oder Geister oder Engel oder Jesus oder Mariam aufruft und um Gesundheit bittet oder um Kinder oder um die Vergebung der Sünden. Das sind alles Formen des Polytheismus, des Schirk. Du hast Eltern, die Christen sind. Und dein Vater sagt dir, mein Sohn, bring mich in die Kirche. Bring mich bitte in die Kirche. Und nimm hinzu die Aussage Allah Ta'alas, Ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Helft euch gegenseitig zur Gehorsam und zur Gottesfurcht und helft euch nicht gegenseitig zum Ungehorsam und zur Übertretung. So, bringst du jetzt deinen Vater dorthin oder nicht? Hm? Die Unterstützung dann in schlechten Taten oder? Davon würde man ausgehen. Wenn wir aber davon ausgehen, das ist die Auffassung der Mehrheit der Gelehrten, dass das nicht legitim ist. Aber die Malikier sind der Auffassung, dass das gemacht werden sollte. Ja? Die Malikier sagen, es sollte gemacht werden, also dass man seine Eltern dorthin bringt, weil der Kufr der Eltern, wenn beispielsweise im islamischen Staat leben, in einem islamischen Land leben, er wird ja toleriert, sahih? Er wird toleriert, oder nicht? Wie die Ahlul Zimma, sie werden ja auch toleriert. Tayyib. Wenn das toleriert wird, dann ist auch nichts Falsches dabei, sie dorthin zu bringen. Das ist die Auffassung der Malikiyya. Was ich aber jetzt sagen will, keiner der anderen Gelehrten hat behauptet, der anderen Rechtsschulen, dass die Malikiyya, dass das eine Form der Akzeptanz und der Unterstützung des Unglaubens ist und dass man sie jetzt deswegen des Unglaubens, dass man sie mit dem Unglauben, bezichtigen sollte oder derartiges. Oder kommen wir zu einer neuzeitlichen Thematik. Die Verträge, die man unterschreibt, manchmal beinhalten sie Dinge, die der Islam, also sämtliche Verträge, es gibt viele Formen der Verträge, oft beinhalten sie Bedingungen, die nicht zu vereinbaren sind mit dem Islam. Sind nicht zu vereinbaren mit dem Islam. Ist das bloße Setzen einer Unterschrift, heißt das, dass man mit jeder einzelnen Bedingung oder Bestandteil dieses Vertrages zufrieden ist, dass man das akzeptiert? Muss nicht sein. Daher wird auch ein ähnlicher Sachverhalt im Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha erwähnt, dass Barira war eine, das war eine Frau oder ein Mädchen, die eine Sklavin war. Und der Islam hat, das war eine ganz neue Sache, kannten die Gesellschaften vorher nicht, etwas in die Gesellschaft gebracht, das nennt sich Al-Kitaba. Al-Kitaba, Akdul Kitaba, das ist eine Form von Abmachung zwischen dem Sayyid und dem Sklaven, dass er sich selbst freikauft. Sowas gab es nicht, das ist neu, also durch den Islam eingeführt worden. Barira hatte so eine Abmachung gemacht und ist dann zu Aisha radiallahu ta'ala anha gekommen und bat sie um Hilfe. Aisha radiallahu ta'ala anha hat zugestimmt und gesagt, ich übernehme das und kaufe dich von ihnen frei, damit sie frei wird. So, da gab es nur eine kleine Sache hier, die nicht ganz, also nicht zu vereinbaren war mit dem Islam. Und zwar hat die Seite von Barira bedingt, dass der sogenannte Al-Wala ihnen zusteht. Wisst ihr, was Al-Wala ist? In der islamischen
Rechtslehre gibt es drei Ursachen für Erbberechtigung. Also ab wann ist jemand erbberechtigt? Da gibt es drei Ursachen. Nummer eins, Blutsverwandtschaft. Blutsverwandtschaft ist eine Ursache für Erbberechtigung. Nummer zwei, Al-Musahara oder Al-Nikah, Verehelichung. Verehelichung ist eine Ursache für Erbberechtigung. Nummer drei, Al-Wala. Al-Wala bedeutet, dass man, wenn man einen Sklaven frei kauft oder irgendwie beteiligt ist an seiner Befreiung, ja, an seiner Befreiung beteiligt ist, wenn er versterben sollte und keine Verwandten hat oder keine Ehefrau hat, keine Kinder hat, keine Eltern, die ihn erben würden, dann geht das Erbe an den, der ihn befreit hatte. Das nennt man Al-Wala. Die Angehörigen von Barira haben gesagt, du kannst sie freikaufen, aber wir bedingen, dass der Wala uns gehört, uns zusteht, dass wir Anrecht darauf haben. Aisha radiallahu ta'ala anha hat das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt. Der Prophet war erzürnt und sagte, er stand auf, ging in seine Moschee, hielt eine Predigt und sagte, مَا بَالُ قَوْمٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Was ist denn mit Leuten oder mit diesen Leuten, er hat sie nicht bei Namen genannt, und das war eine Eigenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er allgemeine Botschaften, sein Appell war allgemein. Er hat sie nicht bei Namen genannt und geschmäht oder kritisiert, denn Sinn und Zweck der Sache ist ja, dass man Verbesserung möchte in der Gesellschaft. Man möchte Verbesserung. Es geht nicht darum, jemanden zu erniedrigen, ihn öffentlich zu schmähen oder derartiges. Menschen, die das machen, ihnen geht es eigentlich nur meistens darum, sich selbst irgendwie zu erheben. Aber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ging es um Verbesserung in der Gesellschaft. Das sollte die Absicht eines Muslims eigentlich sein, wenn er Veränderung hervorrufen will, wenn er Ungerechtigkeiten beseitigen will, die in der Gesellschaft da sind, oder irgendwelche schlechten, negativen Erscheinungen und Phänomene in der Gesellschaft verändern will, dann sollte seine Absicht darin sein, die Verbesserung. Er sagte, was ist denn mit Leuten, die Bedingungen aufstellen, die dem Buch Allahs, also den Urteilen Allahs, widersprechen. Jede Bedingung, die dem Buch Allahs, also mit dem Buch Allahs ist hier gemeint, den Urteilen Allahs widerspricht, ist ungültig, selbst wenn es 100 Bedingungen sind. Selbst wenn es 100 Bedingungen sind. Tayyib. Interessant ist jetzt aber, dass er zu Aisha sagte, fahre fort mit deinem, also mach weiter mit diesem Vorhaben, fahre fort mit deinem Vorhaben und bedinge für sie den Wala. Also geh auf diesen Vertrag ein, so wie sie ihn gesetzt haben. Da diese Bedingung keine Gültigkeit hat. Diese Bedingung ist kraftlos, da sie sich dem Recht widerspricht. Und das nennen die Gelehrten Shurutun Lariya, ungültige Bedingungen. Ungültige Bedingungen haben keine Kraft, keine Aussagenkraft, sind nicht verbindlich. Ihre Existenz ist gleich ihrer Nicht-Existenz. Versteht ihr? Daher, wenn ich eine Unterschrift oder so unter einem derartigen Vertrag setze, heißt das nicht, dass ich damit zufrieden bin und Gefallen daran habe und dass ich das toll finde. Weißt du? Das ist eine andere Sache. Jedenfalls, was wir hieraus entnehmen können, ist, dass der einfache Mensch sich mit den Allgemeinheiten beschäftigen sollte. Detailfragen sollte er nicht eingehen. Al-Ghazali, Abu Muhammad al-Ghazali, sagte einen schönen Satz. Er sagte, würden die Unwissenden schweigen, würde es viel, viel weniger Konflikte und Meinungsunterschiede geben. Würden sie schweigen und sich nicht an jeder Sache beteiligen, hätte das dazu geleitet, dass viele Meinungsunterschiede, viele Konflikte aus der Welt geschaffen worden wären. Danach geht er auf ein neues Thema ein, und das nennt sich Al-Ghurur. Das ist das letzte Thema hier. Al-Ghurur, verblendet sein.
verblendet sein, was ist damit gemeint? Ich glaube, das letzte Kapitel, das ist ein bisschen lang. Das machen wir im nächsten. Wie lange haben wir jetzt verbracht? Wie viel Zeit haben wir verbracht? 40 Minuten? Dann machen wir hier Schluss. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.